Als nächstes sehen wir die Gruppe Trash Game. Die haben nicht nur ein total schönes kleines Spiel entwickelt in den letzten Tagen, sondern besonders einer aus der Gruppe, da durfte ich bald zusehen, wie er von 0 auf 100 zum 3D-Modeling-Experten geworden ist. Das war sehr schön. Kommt Ich mir fahre. vor. Ein Applaus bitte für Ein Trash Game. Applaus. Das sind Jan Hendrik, Julius und Jan. Die Mikros könnt ihr euch einfach da wegnehmen, die sind auch an. Brauchst du noch eine Unterlage, Jan, oder geht das? Du musst nur sehen. Drehst du es eben einmal rum? Super. Hallo, wir sind das Team Trash Game und wir haben uns überlegt, dass man eine Mülltrennung macht, wo dass wir machen eine Mülltrennung, weil viele Leute sich nicht an die Mülltrennung halten und es so weniger wiederverwendbaren Müll gibt. Wir haben das Ganze mit dem Programm geschrieben, Unity 3D. Und jetzt erklärt Jan noch ein bisschen was, wie das Spiel funktioniert. Also hier erscheinen immer zufällige 3D-Objekte, die man dann in die dementsprechenden Mülltonnen einsortieren muss. Man klickt halt immer darauf und dann werden dementsprechend Plus- und Minuspunkte angerechnet. Bei 20 Fehlern ist das Spiel vorbei. So, das war's auch schon wieder von uns. Wir bedanken, dass Sie uns zugehört haben und einen besonderen Gruß geht jetzt noch raus an dich. Und das ist unser Prototyp, der vielleicht später auch noch mal ins Spiel kommt, als Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Und ich habe ganz vergessen, die Mentoren zu erwähnen. Das waren Julia und Tom. Danke für die Unterstützung. Cool. Kommt auf deinen Schreibtisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da, wie gesagt, gerade noch drüber gesprochen. Das war super toll, was ihr gemacht habt jetzt in der kurzen Zeit.